Sie hören Dreamland Grusel, Folge 10, Teil 2. Blutgericht der Insekten. Nach einem Roman von A.F. Morland. Was für eine Nacht. Warum musste ich auch alleine losziehen? Wäre ich doch nur mit Miriam gefahren, dann wäre ich jetzt schon längst zu Hause. Hallo? Hallo, ist da jemand? Ich mache mir gleich in die Hose. Warum musste ich auch so dickköpfig sein? Das kann doch nicht wahr sein! Nein, nein, bitte nicht! Oh mein Gott, wie sie aussieht. Wer macht nur sowas? Eine gute Frage, Hauptkommissar Keller. Fest steht, sie hat keinen einzigen Tropfen Blut mehr in sich. Es sieht so aus, als hätte jemand sämtliches Blut abgesaugt. Aber Doktor, wir sind hier in keinem Horrorfilm. Das hier ist das wahre, wenn auch schreckliche Leben. So wie der Kopf liegt, wird sich davon ausgehen, dass ihr das Genick gebrochen wurde. Aber das erklärt nicht, wo das Blut geblieben ist. Moment mal, was ist das für ein komisches Zeug da an dem Busch? Vielleicht hat dieser Fliegenkopf, den unser Herr Briefträger beim Opfer gesehen haben will, einfach das ganze Blut aufgeschlabbert. Hören Sie mal, das ist nicht witzig. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Fliegenkopf? Was? Wovon reden Sie denn da? Unser Augenzeuge hier will einen Menschen mit einem riesigen Fliegenkopf auf den Schultern beim Opfer gesehen haben. Ja, ja. Machen Sie sich nur lustig über mich. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Fliegen? Ja, fliegen. Wieso so nachdenklich, Doktor? Glauben Sie diesen Quatsch etwa? Nun, sehen Sie dieses klebrige Zeug hier an dem Busch? Sagen Sie mal her. Diese Brühe, das brennt. Eben. Sagen Sie, wissen Sie, wie Fliegen sich ernähren? Meinen Sie jetzt, dass die Viecher Scheiße fressen oder was? Nein, ich meine, dass Fliegen nur flüssige Nahrung zu sich nehmen können. Ist die Nahrung zu trocken, so wird sie mit Speichel benetzt, bis sie flüssig genug ist, um aufgesogen zu werden. Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs in Biologie. Aber, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht so ganz, was das jetzt mit diesem Mord zu tun hat. Nun, wenn ich mir vorstelle, dass es einen Menschen gibt, auf dessen Schultern ein Fliegenkopf sitzt, dann könnte dieses Zeug hier wirklich Speichel eines solchen Wesens sein. Na, ich sag's doch die ganze Zeit. Dr. Greiner, fangen Sie jetzt nicht auch nur mit solchen Horrorgeschichten an. Sie können doch nicht allen Ernstes... Hauptkommissar, lesen Sie eigentlich Zeitung? Ja, natürlich. Warum? Es gab mehrere Berichte aus England, wo von solchen Fliegenmenschen die Rede war. Verflucht, das waren irgendwelche Sensationsmache oder Special Effects einer Filmfirma. Und die Toten? Waren das auch Special Effects? Verdammt nochmal, Doktor! Hören Sie mir ganz genau zu. Sie sind hier, um den Mord an diesem Mädchen mit aufzuklären. Und nicht, um irgendwelche Gruselgeschichten mit in die Welt zu setzen. Ich rate Ihnen dringend, derartigen Unsinn nicht auch nochmal zu erzählen. Nächste Woche findet hier im Ort eine große Motocross-Veranstaltung statt. Das wird ein Riesen-Happening! Nur leider wird keiner kommen, wenn es Gerüchte über ein Monster mit Fliegenkopf gibt, das eine junge Frau getötet haben soll. Und wenn während der Veranstaltung so etwas bekannt werden würde, könnte das zu einer Massenpanik führen. Verstehen wir uns, Doktor? Vollkommen. Das gilt auch für Sie, Herr Mannkopf.
Wenn ich noch etwas von dieser Geschichte höre, werde ich Mittel und Wege finden, sie wegzuschließen. Aber Sie können... Haben wir uns verstanden? Aber Sie können... Ob wir uns verstanden haben? Ja. Dann ist ja alles gut. Es gleich geschafft, Peter. Da vorne an der Lichtung haben wir die anderen verlassen. Sie müssen sich also irgendwo hier verstecken. Hoffentlich. Ich werde schon wieder schwächer. Da, siehst du? Da vorne kommt Steve. Steve! Ich brauche deine Hilfe! Wir müssen Peter stützen! Oh nein, nicht auch noch er. Komm, Peter, ich helfe dir. Danke. Jerry, geht zu Ende. Mann, red keinen Unsinn. Peter kommt wieder auf die Beine und dann... Ich rede nicht von ihm. Es geht um Linda. Meine geliebte Linda. Ein unbeschreiblicher Schmerz zuckte durch meine Brust, als ich diese Nachricht bekam. Nun also auch Linda. Wie hatten wir uns damals doch alle getäuscht. Nachdem wir uns unseres Erschaffers Dr. Hugh Carroll entledigt hatten, waren wir alle der Meinung gewesen, dass wir Insekten unbesiegbar seien. Die Stadt, die ich und die meisten anderen Fliegenköpfe früher unsere Heimat genannt hatten, war von uns dem Erdboden gleichgemacht worden. Gegen unsere scheinbar unverwundbare Armee aus Fliegenköpfen, Riesenspinnen und Rieseninsekten hatten alle bekannten Waffen versagt. Es hatte natürlich für einiges Aufsehen gesorgt, dass eine ganze Kleinstadt regelrecht ausgelöscht worden war. Und aus diesem Grund hatten wir uns aufgemacht, um auch in anderen Teilen der Welt Tod und Chaos zu verbreiten. Die Welt sollte zittern vor uns, den Insekten. Wir waren aufgebrochen, hatten uns durch England nach Frankreich gemordet und hatten nun Deutschland, genauer gesagt, einen kleinen Ort namens Bickenbach an der Bergstraße in der Nähe des Odenwalds erreicht. Unsere menschlichen Gegner hatten nicht die geringste Chance gegen uns. Weder Gewehrkugeln, Feuer oder noch eine andere Waffe konnte uns etwas anhaben. Doch ein anderer Gegner hatte sich aufgetan. Eine heimtückische Krankheit hatte uns heimgesucht. Zuerst traf es die Riesenmücken und nur wenig später die Spinnen. Die Körper waren plötzlich übersät von seltsamen Flecken und eine unerklärliche Schwäche bemächtigte sich der Körper. Es schien keinen Ausweg zu geben. Nach nur 2 Tagen waren die Erkrankten gestorben. Dann hatte es unsere Weibchen und Kinder getroffen und nur einen Tag später war auch der erste Mann erkrankt. Nun waren wir nur noch eine Handvoll. Linda war das letzte lebende Weibchen gewesen. Und nun hatte es auch sie erwischt. Wir waren dem Untergang geweiht. Denn ohne Weibchen würden wir einfach aussterben. Linda! Linda! Hörst du mich? Jerry. Dass ich dich doch noch einmal sehen darf. Streng dich nicht so an, Liebling. Und bitte rede nicht so. Wir werden ein Mittel finden. Ich spüre, es geht zu Ende, Jerry. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Linda. Ruhe in Frieden. Sie ist tot. Oh nein, dann ist alles aus. Wir werden alle... Nein! So einfach geben wir nicht auf. Wir müssen ein Mittel finden. Ja, aber was sollen wir denn tun? Wir brauchen einen Stützpunkt. Irgendwas, wo wir uns ausruhen und wieder zu Kräften kommen können. Vor allem Peter braucht jetzt Ruhe. Als ich gestern Nacht unterwegs war, da habe ich eine Villa entdeckt. Sah so aus, als würde da im Moment keiner wohnen. Eine Villa? Das hört sich
nicht gut an. Steve, bring uns dahin. Aber vorher werden wir Linda begraben. In der Tat verlassen aus. Das wäre ein guter Unterschlupf für uns. Jerry, da kommt jemand. Psst. Er geht direkt zur Tür. Ob das der Besitzer ist? Glaube ich nicht. Sieht eher wie ein Verwalter oder sowas aus. Aber wenn er uns den Weg ins Haus ebnet, dann kommt uns das doppelt gelegen. Denn der Gute wird uns einiges an Blut zu spenden haben. Da, er schließt auf. Kommt, das wird ein Vergnügen. Hallo? Herrn Frau Wobisch? Sind Sie schon zurück? Ich wollte gerade noch mal nach dem Rechten schauen und... Oh mein Gott. Gott kann dir auch nicht mehr helfen. Schnappt ihn euch, Freunde! Wir sind hier allein und können uns dementsprechend mal wieder etwas Zeit lassen. Ich will diesen Menschen leiden sehen. Oh ja! Was sind das für Horrorgestalten? So etwas kann es doch nicht geben! Mein Gott, was mache ich nur? Wenn ich hier reinkomme, bin ich erledigt. Oh nein, nein! Oh doch. Nana, wo willst du denn hin? Du entkommst uns eh nicht. Nein, bitte nicht. Das muss alles ein schrecklicher Albtraum sein. Moment, ich komme! Was meinst du? Den Hammer und die Nägel? Genau die. Bringt ihn zur hölzernen Trennwand. Nein! Nein! Was haben Sie vor? Nein! Nein! Lasst uns ein wenig Spaß haben! Freue ich mich darauf, endlich wieder zu Hause zu sein. Diese ständigen Geschäftsreisen nehmen mich doch ganz schön mit. Es sind ja nur noch ein paar Minuten, Annemarie. Dann bist du wieder in unserer geliebten Villa, in der hoffentlich alles in Ordnung ist. Zweifelst du daran? Herr Einert hat uns doch in all den Jahren noch nie enttäuscht. Ja, das schon, aber als ich ihn heute Morgen versucht habe zu erreichen, ist er nicht ans Telefon gegangen. Vielleicht war er gerade zu diesem Zeitpunkt bei uns im Haus und hat nach dem Rechten gesehen. Wahrscheinlich hast du recht. Ich denke, ich bin einfach zu übervorsichtig. Ein paar Wochen daheim werden mir sicherlich auch ganz gut tun. Ach, endlich wieder Zeit für uns. Und endlich wieder im eigenen Bett schlafen. So, da wären wir. Siehst du, alles ist wie immer. Herr Einert hat gut auf unser Heim geachtet. Warte... Den Schlüssel habe ich in meiner Handtasche. Moment, Annemarie. Ja, was ist? Die Tür.
Sie ist gar nicht verschlossen. Aber das passt gar nicht zu Herr Einert. Vielleicht ist er noch im Haus. Um diese Zeit im Stockdunkeln? Gunnar? Ja? Ich hab Angst. Angst? So ein Unsinn. Komm schon. Es werde Licht und es ward... Gunnar! Sieh nur! Da! An der Wand! Oh mein Gott! Das ist Herr Einert! Ich fragte mich, woran diese beiden Menschen ihn so schnell erkennen konnten. Denn an der Wand hing zwar sein Körper, doch sein Kopf lag in einer Vase am anderen Ende der großen Halle. Allerdings dauerte es nicht lange, bis die Frau auch diesen Teil Einerts entdeckte. Gunnar! Da! In der Vase! Mir wird schlecht. Oh, Scheiße! Ich muss sofort die Polizei verständigen. Ich muss mich setzen. Hauptkommissar Keller. Hier Gunnar Wobisch. Herr Keller, hören Sie. Sie müssen sofort zu unserem Haus kommen. Hier ist etwas Grauenvolles passiert. Gunnar! Was ist denn nun schon wieder? Gunnar! Sieh nur! Das! Nein! Nein! Nein, das darf doch nicht! Nein! Klasse Schlag, Jerry. Danke. Langsam bekomme ich wirklich Übung mit diesem Schwert. Jerry, was ist mit dir? Ich weiß auch nicht. Mir wurde plötzlich schwarz vor Augen. Nein, nicht auch noch du. Doch, Jerry, sieh dir deine Arme an. Dieselben Flecken wie bei allen, die... Schwachsinn! Es geht gleich wieder. Ich brauche nur einen Moment. Ja, aber einen Moment, Jerry. Dieser Wobisch hat die Polizei verständigt. Es dauert sicherlich nicht mehr lange, bis irgendwelche auftaucht. Ich brauche nur mehr Blut. Dann wird es besser werden. Aber Jerry... Kein Wort mehr davon! Wir müssen uns stärken, damit wir denen, die kommen, einen gebührenden Empfang bereiten können. Keller hier. Ich bin jetzt in der Wobisch-Villa. Werde überprüfen, was da los ist. Ende. Verstanden. Warten auf Rückmeldung. Ende und aus. Der Wagen steht da, aber es brennt kein Licht im Haus. Seltsam. Hallo? Herr und Frau Wobisch? Sind Sie da? Hallo? Verdammt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Herr Wobisch? Oh! Mein Gott. Die Geschichten sind wahr. Oh, nur einer? Das ist mein Opfer. Ich werde euch zeigen, dass ich nicht dem Tode geweiht bin. Bleiben Sie stehen oder ich schieße. So schade, dass du mich nicht verstehen kannst. Ich sagte, kannst. Stehen bleiben. Verfluchte Scheiße. Kugeln können ihm nicht das Geringste an. Dann schauen wir doch mal, was Feuer ausrichten kann. So ein alter Vorhang bringt echt Gefahr. Das macht dir Angst, was? Angst machte mir der brennende Vorhang nicht, den er mir immer wieder entgegenschleuderte. Feuer konnte uns ja genauso wenig etwas anhaben wie die Kugeln. Aber ich wollte ihn täuschen. Und das gelang mir auch. Er schnappte sich einen Stuhl, schlug ein Bein ab und wickelte einen Teil des brennenden Stoffes darum, ohne dass ich etwas unternahm. Na, wie würde es dir gefallen, wenn ich dir diese Fackel in deine hässliche Visage ramme? Ich ließ ihn mit seiner Fackel auf Armlänge herankommen. Und dann ließ ich mein Schwert mit voller Wucht auf seinen Unterarm sausen. Die Hand, die brennende Fackel hielt, fiel mit einem Teil seines Arms zu Boden. Blut sprudelte augenblicklich aus dem Armstumpf, verteilte sich auf meinem Oberkörper. Mit einem Tritt schob ich seine abgeschlagene Hand beiseite. Seine Qualen stachelten mich an und wie von Sinnen ließ ich mein Schwert immer und immer wieder auf seinen Körper niedersausen. Bis von seinem Körper nur noch ein blutiger Klumpen übrig blieb.
Kurz hatte sich die Krankheit noch einmal in mir gemeldet und mir war schwarz vor Augen geworden. Doch als ich das Blut dieses Polizisten auf meinem Körper spürte, ging es besser. Mein Körper war voll Blut gespritzt und wurde von diesem im gleichen Moment völlig aufgesogen. Das Schwindelgefühl verschwand und es ging mir so gut wie schon eine ganze Weile nicht mehr. Beeindruckende Vorstellung, Jerry. Leider hat die Fackel von diesem Typen die Vorhänge in Brand gesteckt. Na und? Feuer kann uns doch eh nichts anhaben. Jerry! Was ist los, Peter? Sieh doch deine Arme an. Die Flecken. Sie sind verschwunden. Was? Ja, Jerry. Peter hat recht. Tatsächlich. Das muss das Blut gewesen sein. Freunde, ich denke, ich habe ein Mittel gegen diese tückische Krankheit gefunden, die uns dahin zu raffen droht. Es reicht nicht mehr aus, das Blut zu trinken. Unser ganzer Körper muss in Blut baden. Bist du dir sicher? Versuch es, Peter. Reibe deine Arme mit dem Blut ein. In den Überresten dieses Bullen findest du noch mehr als genug. Okay. Ich versuche es. Tatsächlich. Das Blut zieht ein. Und die Flecken verschwinden. Wie fühlst du dich, Peter? Besser. Ich fühle neue Stärke. Also ist es wahr. Kommt, meine Freunde. Ich habe eine Idee. Wir werden in Blut baden! Tierpark? Ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von uns, dass wir uns in Schweineblut wälzen sollen. Oh nein, meine Freunde. Hinter dieser Wand befindet sich ein... Peter, was ist mit dir? Es geht schon wieder los. Verdammt, sind die Flecken wieder da? Ja. Was zum Teufel ist das denn? Das scheinen Blasen zu sein. Seht doch, sie bedecken seinen ganzen Arm. Verdammt, die Krankheit muss ein neues Stadium erreicht haben. Peter, tut das weh? Ja, verdammt! Warum hielt das Blut bei ihm nicht so lange aus wie bei dir, Jerry? Oder geht es dir auch wieder schlechter? Nein, zum Glück nicht. Peter ist aber auch schon länger von der Krankheit befallen als ich. Daran liegt es wohl, dass das Blut bei ihm nicht mehr so lange wirkt. Los, wir müssen zusehen, dass wir Peter über diesen Zaun bekommen. Ja, klar. Während die anderen sich bemühten, Peter über den Zaun zu hieven, hing ich meinen düsteren Gedanken nach. Diese Blasen auf Peters Körper hatten sich sehr weich angefühlt. Ich hatte sogar Angst gehabt, dass die Blase bei zu starkem Druck aufplatzen könne. Mir schauderte bei dem Gedanken, wie diese Blase wohl auf Gewehrkugeln reagieren würde. Im Moment waren nur Peters Arme betroffen. Doch wenn sich die Krankheit auf den ganzen Körper ausbreitete, dann... So, und was machen wir jetzt? Wir werden uns stärken. In diesem Gehege werden zwei Büffel gehalten. Die sollten uns genug Blut für ein anständiges Vollbad liefern. Los, da vorne steht der Wassertrog der Viecher. Bring Peter darüber und gib das Wasser aus. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um das Blut. Die Büffelkuh befand sich in einer Art Blockhaus, während der Bulle davor lag. Es schien so, als würde er seine Kuh bewachen. Doch gegen mich und meinen schier unverwundbaren Körper hatte er keine Chance. Der Kuh ging es nicht besser.
Auch sie verlor unter meinen unerbittlichen Hieben das Bewusstsein. Mit vereinten Kräften brachten wir sie zum Trog und ließen sie dort ausbluten. Immer wieder wälzten wir uns in dieser Nacht im Blut der beiden Büffel. Eine bisher unbekannte Kraft schien von uns Besitz zu ergreifen, und ich war mir sicher, ein Heilmittel gegen die tückische Krankheit gefunden zu haben. Denn als wir uns im Morgengrauen auf den Rückweg zu Wobischwiller machten, waren die Blasen von Peters Körper verschwunden. Wie wir erwartet hatten, war von der Villa nichts geblieben als ein paar schwärende Reste. Die angerückten Löschfahrzeuge hatten gegen das Feuer nichts mehr ausrichten können. Allerdings waren die Kellerräume der Villa nahezu unversehrt geblieben. Und so machten wir sie zu unserem neuen Stützpunkt. Wir wähnten uns in Sicherheit und ahnten nichts von dem Unheil, das sich über unseren Köpfen zusammenbraute. Ja, bitte? Guten Tag. Bin ich dort richtig bei Herrn Karl Mankow? Ganz recht. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Zarkow ist mein Name. Professor Zarkow. Ein Professor? Sind Sie von der Uni Heidelberg? Oh Gott. Stimmt etwas mit meinem Blutwert nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich rufe wegen etwas anderem an. Es geht um die Insekten. Aber natürlich. Plötzlich interessiert es jeden. Als ich dieses Monster gesehen habe, da haben mich alle für verrückt erklärt, aber kaum eine Woche später, ja, da schenkt man mir Glauben. Nun, mehrere grausam zugerichtete Leichen und ein geschlachtetes Büffelpaar werfen schnell ein anderes Licht auf gewisse Dinge. Naja, genug davon. Zunächst will ich Folgendes wissen. Wie sah dieses Monster aus? Schrecklich. Einfach furchterregend sah es aus. Naja, das meinte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass Sie sein Aussehen beschreiben. So gut Sie können. Naja, eigentlich sah diese Kreatur aus wie ein normaler Mensch, nur auf seinen Schultern saß ein gigantischer Fliegenkopf. Ah ja, also bin ich wirklich auf der richtigen Spur. Was meinen Sie? Es ist unwichtig. Was mich noch interessieren würde, wieso sind Sie diesem Monster entkommen? Eigentlich sind diese Wesen alles andere als zimperlich. Ja, das habe ich an der Leiche des Mädchens gesehen. Bitte beantworten Sie meine Frage. Okay. Weil ich ein echt gefährlicher Kerl bin. Verdammt nochmal, dieses Monster ist plötzlich einfach zusammengebrochen. Wie bei einem Schwächeanfall. Oh, ja, das klingt sehr gut. Hören Sie, Herr Mankow. Ich bin mir sicher, dass wir uns schon sehr bald persönlich kennenlernen werden. Hallo? Hallo? Was war das denn für ein komischer Kerl? Mensch, Mädchen, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Du kannst doch nicht in stockdunkler Nacht hier mitten auf der Straße herumlaufen. Um ein Haar hätte ich dich überfahren. Hast bei der Motocross-Veranstaltung wohl ein wenig über den Durst getrunken. Du weinst. Ist doch alles gut gegangen. Ich wollte dich nicht so anschreien. Es tut mir... Ich weine doch nicht ihretwegen. Sondern wegen Alex und Claudia. Sind das deine Freunde? Ist ihnen was zugeschossen? Nein, es ist kompliziert. Sag sie, fahren sie noch weiter. Könnten sie mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Ich will nur weg von hier. Ja klar, steig ein. Danke.
Was ist denn eigentlich passiert? Hab keine Angst, ich behalte alles für mich. Manchmal hilft es, sich alles von der Seele zu reden. Also gut. Mein Name ist Silvia und ich bin mit 3 Freunden hierher gekommen. Mein Verlobter Alex, Claudia und ihr Verlobter Rainer. Die Jungs wollten die Motocross-Veranstaltung sehen. Heute Abend sind wir hier in der Nähe in einer Kneipe gewesen. Und plötzlich wollten Claudia und Alex tanzen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Aber plötzlich waren die beiden verschwunden. Also bin ich sie suchen gegangen. Und dann hinter der Kneipe auf der Wiese da. Was denn um Hilfe? Sie haben es miteinander getrieben, wild und hemmungslos. Oh. Und deshalb will ich so schnell wie möglich weg von hier. Ich will die beiden nie mehr wiedersehen. Du solltest aber nicht mitten in der Nacht hier alleine herumlaufen. Das ist gefährlich. Gefährlich? Was soll denn an diesem Ort hier gefährlich sein? Es geschehen seltsame Dinge. Vor gut einer Woche hat ein Briefträger eine grausam zugerichtete Mädchenleiche gefunden. Nur wenige Tage später ist die Villa des Ehepaars Wobisch abgebrannt. Und in den Trümmern der Villa wurden 4 Leichen gefunden. Und was ist so schlimm daran, dass man in einem abgebrannten Haus Leichen findet? Nur eine Frau ist durch das Feuer gestorben. Die anderen wurden hingerichtet. Und vor 2 Tagen wurden im hiesigen Tierpark die beiden Büffel getötet. Es sah danach aus, als ob jemand in ihrem Blut gebadet hat. Oh mein Gott! Es sollen die Taten schrecklicher Monster sein. Ich sag doch, du sollst dich nicht allein hier herumtreiben. Hör zu, ich habe einen Vorschlag. Es ist nicht mehr weit bis zu meinem Haus. Du kannst heute Nacht bei mir bleiben und morgen früh sehen wir weiter. Ach, darum geht es hier, ja? Verdammt nochmal, und ich habe in diesen ganzen Mist wirklich geglaubt. Ja, was meinst du? Halten Sie sofort an! Aber was? Wieso denn? Anhalten! Mädchen, was ist denn plötzlich in dich gefahren? Klar, der nette Onkel, der einen mit zu sich nach Hause nehmen will. Und morgen früh findet man dann meine Leiche, was? Niemals! Aber nein! Ja, verdammt. Das hat sie völlig falsch verstanden. Lauf nicht dorthin! Da geht es zur Ruine der Wobisch-Villa! Lassen Sie mich in Ruhe! Oh Gott, Kind. Du rennst in dein Verderben. So irren können. Die Krankheit war noch lange nicht besiegt. Peter war der lebende Beweis. Jedenfalls noch, denn es stand äußerst schlecht um ihn. Seine beiden Arme waren komplett mit diesen Blasen übersät und auch auf seinem Oberkörper bildeten sich die ersten. Doch nicht nur auf seinem Körper, sondern auch auf den Körpern von uns anderen hatten sich mittlerweile Flecken und sogar erste kleine Blasen gebildet. Niedergeschlagen hockten wir im Keller der Wobisch-Villa und überlegten, was wir tun konnten. Waren wir endgültig dem Untergang geweiht? Peter braucht Blut. Egal, ob ein Bad darin oder einfach zum Trinken. Er braucht es. Da hast du recht. Peter, wirst du es alleine schaffen oder sollen wir dir helfen? Ich glaube nicht, dass ich allein einen Menschen töten kann. Verdammt. Momentan würde ich wohl nicht mal ein Kaninchen erledigen können. Dann begleite ich dich. Heute war doch diese Motocross-Veranstaltung. Da wird es bestimmt einige unbedachte Betrunkene geben. Mit denen werden wir leichtes Spiel haben. Aber seid vorsichtig. Wir haben uns etwas zu sicher gefühlt und unsere Taten der letzten Tage haben sicherlich Aufmerksamkeit erregt. Was soll uns schon passieren? Zur Not nehme ich es mit einer ganzen Armee auf. Auch du bist krank. Wir alle sind krank und das dürfen wir nicht vergessen. Bisher haben wir mit unseren Zusammenbrüchen immer Glück gehabt. Aber wenn sowas im Ort passiert, dann... Da
Da oben ist jemand. Wie es aussieht, müsst ihr gar nicht bis in die Stadt. Das Essen wird heute direkt nach Hause geliefert. Hoffen wir, dass es nicht zu viele sind. Den Schritt nach ist es nur eine Person. Gut, dann los. Lasst uns nachschauen, wer uns da einen Besuch abstattet. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich höre Sie doch. Gleich wirst du uns auch sehen. Wieso antworten Sie denn nicht? Ich kann Sie doch ganz deutlich sehen. Mein Gott! Sie flieht! Soll sie doch! Wir sind schneller als sie. Und der Adrenalinstoß macht sie nur schmackhafter. Los, hinterher! Da ist sie! Los, schneller! Sie läuft in den Wald! Schneller, sonst entkommt sie uns! Ich hab sie! Nein! Nein! Los, drück sie auf den Boden! Ich will sie! Steve, breche das Genick! Hilfe! Jerry! Hilfe! Och, ich liebe diese Schreie. Peter, sie ist dein. Du kannst mein Schwert benutzen, wenn du willst. Los, los, bedien dich. Was ist das? Was ist, Peter? Lass endlich ihren Fuß los. Ich kann nicht. Sieh doch, Jerry, meine Hand. Ich starrte auf Peters Hand, die sich um den Knöchel des Mädchens geschlossen hatte. Obwohl ich selbst schon viele Dinge erlebt hatte, die man als unmöglich bezeichnen würde, raubte mir dieser Anblick den Atem. Die Blasen auf Peters Hand waren aufgeplatzt und seine Hand war mit dem Fuß des Mädchens regelrecht verwachsen. Alles Ziehen und Zerren nützte nichts. Die Verwachsung ließ sich nicht mehr lösen. Was hat das zu bedeuten, Jerry? Es ist die Krankheit, Peter. Sie entwickelt sich immer weiter. Was machen wir denn jetzt? Hallo, Herr Hauptkommissar. Da sind Sie ja endlich. Michel Baumann, hallo. Das hier sind Claudio Parilla, Alex Moog und Rainer Hinz. Bei der Toten könnte es sich um ihre Freundin Silvia Sommer handeln. Und das ist Professor Zarkov. Er meint, er könnte uns helfen. Helfen? Wobei? Naja, ich... Ist das nicht im Moment völlig egal? Zeigen Sie uns endlich die Tote. Ich muss es wissen. Das ist kein schöner Anblick, Herr Moog. Sind Sie sicher, dass Sie... Ja, verdammt! Na schön, kommen Sie. Wir haben unsere Jacken über Sie gelegt. Hier. Das ist Silvia. Mein Gott! Was ist denn mit Ihrem Bein passiert? Bitte decken Sie sie wieder zu. Natürlich. Wer kann nur so etwas getan haben? Die Fliegenköpfe, Herr Moog. Die Kehle wurde aufgeschlitzt und in ihrem Körper ist wahrscheinlich kein Tropfen Blut mehr. Es müssen die Fliegenköpfe gewesen sein, Jerry Baker und seine Bande. Fliegenköpfe? Jerry Baker? Mann, was reden Sie denn für einen Scheiß? Herr Moog, beruhigen Sie sich. Ich soll mich beruhigen? Da hat jemand meine Verlobte abgeschlachtet und dieser Kerl hier erzählt was von Fliegenköpfen, die Blut trinken. Da soll ich ruhig bleiben? Ja, ja, ich weiß, dass das alles schwer zu verstehen ist, doch... Glauben Sie mir, es gibt diese Monster. Ich verfolge Ihre Spur schon seit langem. In England hat dieser Baker mit seiner Brut ein ganzes Dorf entvölkert. Und seitdem ziehen sie durch Europa. Sagen Sie, Professor, fühlen Sie sich gesund? Es ist doch immer dasselbe. Niemand will es glauben. Aber es gibt auch niemanden, der eine andere Erklärung für die schrecklichen Verbrechen hier findet.
Sie sollten den Gerüchten im Dorf etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Leute glauben an diese Monster. Und sie sind sich sicher, dass sie sich in der Wubisch-Villa oder dort in der Nähe versteckt halten. Na super, dann gehen wir da jetzt hin. Und wenn diese angeblichen Monster da sind, dann knallen wir sie alle ab. So einfach ist das nicht. Diese Wesen scheinen unverwundbar zu sein. Ja, klar. Hören Sie, Mann. Ich will... Ah! Da! Im Gebüsch! Seht doch! Das kann doch nicht sein. Das ist wirklich ein Fliegenkopf. Bleiben Sie stehen, oder wir werden schießen. Er kommt näher. Schießt! Schießt! Das kann doch nicht sein. Die Kugeln prallen einfach von ihm ab. Ich sagte doch, dass diese Monster unverwundbar sind. Wir müssen hier weg. Sie konnten versuchen zu fliehen, doch sie würden mir genauso wenig entkommen wie das Mädchen zuvor. Ich wollte Blut. Nicht nur für Peter, sondern für uns alle. Gerade wollte ich nach meinem Schwert greifen, als... Was ist denn jetzt los? Ist das ein Trick? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Dasselbe ist passiert, als eines der Monster den Briefträger angreifen wollte. Sie meinen, Mankow hatte tatsächlich eine Begegnung mit einem solchen Wesen? Ja, davon bin ich überzeugt. Was sollen wir jetzt tun? Wir fesseln dieses Monster. Dann packen wir es in ihren Wagen und sie bringen mich an einen Ort, an dem ich ungestört der Sache auf den Grund gehen kann. Was haben Sie denn vor? Ich muss eine Möglichkeit finden, diese Monster zu vernichten. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als ich wieder zu mir kam. Und ich wusste auch nicht, wo ich mich befand. Dies war jedenfalls nicht der Wald, sondern eine Art improvisiertes Labor. Schmerzen durchzuckten meinen Körper, und als ich versuchte, mich zu bewegen, da stellte ich fest, dass ich an einen Stuhl gefesselt war. Ja. Ah, Mr. Baker. Endlich wach! Sie sind doch Jerry Baker, nicht wahr? Woher kannte dieser Kerl meinen Namen? Sie wundern sich wohl, was? Nun, ich weiß so ziemlich alles über Sie. Ihr Name ist Jerry Baker und Sie waren einmal Schriftsteller. Naja, nicht gerade weltbekannt, aber Sie hatten sich einen Namen gemacht. Leider sind Sie dann in die Fänge eines gewissen Dr. Hugh Carroll geraten. Die Fliegenköpfe sind das Werk dieses Verrückten. Ja, ich kenne Carroll und seine verrückten Forschungen, denn vor langer Zeit haben wir gemeinsam gearbeitet. Damals waren wir auf der Suche nach einer Formel, mit der man Riesenwachstum erzeugen konnte. Mein Ziel war es, Hungersnöten entgegenzuwirken. Eine Riesenkuh zum Beispiel hat nun mal mehr Fleisch, das man essen kann, Sie verstehen. Verflucht! Dieser Kerl ging mir auf die Nerven! Doch, Carroll verfolgte andere Ziele. Er war schon immer ein bisschen verrückt. Das war auch der Grund, aus dem ich mich von ihm trennte. Als dann die ersten Angriffe der Rieseninsekten stattfanden, war ich gerade auf einer Forschungsreise. Als ich von den Geschehnissen erfuhr, machte ich mich augenblicklich auf den Weg zu Carroll. Doch ich fand nur eine Kleinstadt vor, die nahezu entvölkert war. Ja, ja, nicht alle Menschen waren gestorben, wie ihr geglaubt hattet. Und so erfuhr ich alles über euch Fliegenköpfe, die Riesenspinnen und die Rieseninsekten. Seitdem habe ich euch verfolgt. Offenbar scheint es einige Probleme mit eurer Unverwundbarkeit zu geben. Ja, denn ich habe schon einige Leichen der Rieseninsekten gefunden. Und nun habe ich endlich einen von euch Fliegenköpfen in meiner Gewalt. Was wollte der Typ von mir? Ein Autogramm? Ich werde ein Mittel finden, wie man euch vernichten kann.
Denn ich trage eine Teilschuld an eurer Existenz. Und mit den Tests werden wir sofort beginnen. Ja, dass Kugeln ihnen nichts anhaben können, habe ich ja bereits gesehen. Doch wie steht es mit dem Feuer aus diesem Bunsenbrenner? Der einzige Effekt des Feuers war, dass Zarkov mein Hemd völlig verbrannte und ich nun mit nacktem Oberkörper vor ihm saß. Dummerweise hatte dieser Idiot nicht daran gedacht, dass auch die Stricke meiner Fesseln unter dem Feuer litten. Was hat dieser Teufel Carol da nur geschaffen? Okay, okay. Feuer bringt also auch nichts. Aber, ja, eine Dusche aus Salzsäure sollte doch zumindest eine kleine Reaktion bei Ihnen auslösen. Verflucht! Das kann doch nicht sein! Dieser Kerl war wirklich zu blöd. Das sollte ein Professor sein? Meinem Körper hatte die Säure nichts anhaben können. Doch die Stricke, die meine Arme an die Stuhllehne fesselten, waren nun völlig zerfressen. Gerade wollte ich die Stricke zerreißen und mich auf Zarkov stürzen, als eine Welle aus bisher nie gekannten Schmerzen durch meinen Körper lief. Wieder so ein Anfall. Vielleicht müssen wir euch alle nur einsperren. Und dann löst sich das Problem irgendwann von ganz allein. Was? Oh. Hey. Was ist denn das? Ohne hinzusehen, wusste ich, was er meinte. Denn ich spürte es überdeutlich. Auf meinem Körper begannen sich Blasen zu bilden. Ich musste so schnell wie möglich fliehen. Mit einem Ruck befreite ich mich von den Resten der Fesseln und stürzte mich auf den völlig verdutzten Zarkov. Lasst sie meine Kehle! Erneut zuckten Schmerzen durch meinen Körper, doch diesmal war es kein Krampf. Entsetzt starrte ich auf das Skalpell, das tief in meinem Oberarm steckte. In seiner Verzweiflung hatte Zarkov damit wild um sich geschlagen und es in eine der Blasen getrieben. Grünliches Blut sickerte aus der Wunde und Zarkovs Gesichtsausdruck konnte ich entnehmen, dass er verstand. Lauf nur, du Monster! Ach, das hilft dir und deinen Artgenossen auch nicht mehr. Nun weiß ich Bescheid. Ja, ich muss Hauptkommissar Meyer verständigen. Hauptkommissar Meyer? Hören Sie, Hauptkommissar, trommeln Sie Ihre Leute zusammen. Wir können diese Monster besiegen. Ich weiß nun wie. Besorgen Sie ein paar MPs oder ähnliches. Und dann geht's zur Ruine der Wobischvilla. Ich bin mir sicher, dass Sie dort Ihr Quartier haben. Die Leiche dieser Sylvia lag ganz in der Nähe. Und auch Baker trieb sich dort herum. Beeilen Sie sich! Noch heute Nacht werden wir diese Monster zur Hölle schicken! Mensch, Alex, was wir hier machen, ist doch Wahnsinn. Dass diese Monster existieren, das ist Wahnsinn, Rainer. Diese Fliegenköpfe haben Sylvia getötet und dafür will ich Rache. Wir wissen aber doch gar nicht, ob sie wirklich in den Ruinen der Villa hausen. Deshalb liegen wir doch auch hier und beobachten. Und seit 2 Stunden ist nichts passiert. Das ist doch... Hey, da! Da ist einer! Da muss eine Treppe zum Keller sein. Seht doch! In seiner Hand ist... Wenn du weiterschreist, dann ist er gleich hier. Kann ich die Hand runternehmen? An seiner Hand. Das war... Sylvias Fuß. Ich habe es auch gesehen. Diese Schweine! Los, komm schon! Ich werde sie töten, egal wie viel es davon gibt. Mit deiner kleinen Knarre? Die Polizisten konnten doch auch nichts ausrichten. Das ist mir egal. Ich bin schuld an Sylvias Tod. Und wenn ich dafür draufgehen muss, ist es mir auch egal. Aber ich will alles versuchen, um sie zu rächen. Ich komme mit dir, Alex. Was? Es ist auch meine Schuld. Wenn Alex und ich nicht... Naja, lasst uns gehen.
geht es in den Keller. Oh Gott! Gleich hier, dieser Monster! Von wegen unbesiegbar. Ein sauberer Schuss ins Herz hat noch jeden getötet. Ich habe noch genug Kugeln für die restlichen drei von euch. Und dann... Jerry, das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Wie immer. Was ist mit Peter? Er ist tot. Er muss eine Blase auf der Brust gehabt haben. Die Kugel ging direkt in sein Herz. Jerry, du blutest ja. Ja, durch diese Blasen sind wir verwundbar. Und die Menschen wissen es. Ich war in der Gewalt eines gewissen Professor Zarkov. Er hat mich verletzt. Und ich fürchte, dass er hier bald mit Verstärkung auftauchen wird. Die Blasen hat mittlerweile jeder von uns auf dem Körper. Wir müssen fliehen. Nein, wir werden uns ihnen entgegenstellen. Wenn wir schon sterben sollen, dann nicht kampflos. Gut gesprochen, Jerry. Doch bevor die Kavallerie kommt, sollten wir uns noch ein letztes Mal stärken. Ihr könnt euch diese beiden Kerle teilen. Das Mädchen ist für mich. In Ordnung, Jerry. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Wir wissen nicht, wann sie kommen. Unter größter Anstrengung schleifte ich den Körper des Mädchens in den benachbarten Raum. Verdammt, wie mir diese verfluchte Krankheit zusetzte. Auch wenn ich meinen Freunden geraten hatte, schnell zu sein, so wollte ich mir Zeit für sie nehmen. Gierig riss ich ihr die Kleider vom Körper, bis sie völlig nackt vor mir auf dem schmutzigen Boden des Kellers lag. Meine Hände glitten über ihre entblößten Brüste und eine unbeschreibliche Gier stieg in mir auf. Wir müssen uns beeilen! Zum Teufel, Jerry! Sie sind schon da! Ach, verdammt! Ich komme! Jetzt geht es also zu Ende. Kampf bis zum Tod! Oben angekommen, wurden wir von riesigen Scheinwerfern geblendet. Da sind sie! Schießt! Sie sind verwundbar! Schießt! Jawohl, es klappt! Das ist ihr Untergang. Entsetzt sah ich, wie die Körper meiner drei letzten Freunde im Kugelhagel regelrecht in Stücke gerissen wurden. Mein Körper war noch nicht so stark mit Blasen bedeckt gewesen wie ihre, sodass mir der Großteil der Kugeln nichts anhaben konnte. Dennoch trieb mich die Wucht der Kugeln zurück zur Kellertreppe, die ich hilflos hinunterstürzte. Als ich am Fuß der Treppe aufschlug, wurde mein Körper erneut von einem schrecklichen Schmerz durchzuckt. Es war, als würde kochende Lava durch meine Blutbahnen strömen. Voller Verzweiflung riss ich mir die Kleidung vom Körper. Ich blickte an meinem Körper hinab und sah nur noch Blasen. Doch etwas war anders. Die Blasen schienen von innen zu pulsieren. Plötzlich stand das Mädchen neben mir. Ich weiß selbst nicht, warum ich es tat, doch ich stürzte auf sie los, begleitet von einem unbeschreiblichen Schmerz. Seht doch, da kommt jemand aus der Ruine. Nicht schießen! Das ist ja gar keiner dieser Fliegenmenschen. Das ist Claudia. Seht doch sie. Sie ist völlig nackt. Bitte helfen Sie mir. Kommen Sie. Ich stütze Sie und hier, nehmen Sie diesen Mantel so lange. Ja. Danke. Claudia, ist noch jemand in der Ruine? Nur noch Leichen. Und dieser Fliegenkopf. Er ist doch nur wenige Momente, bevor Sie herauskamen, in den Keller gestürzt. Was ist mit diesem Monster? Es ist geplatzt. Was? Ja. Der ganze Körper dieses Monsters war übersät mit Blasen. Er wollte sich noch auf mich stürzen. Doch,
überall zerplatzten die Blasen und es war so ekelerregend. Dieses Monster wurde regelrecht in Stücke gerissen. Hallo Claudia, was sagt der Doktor? Professor Zarkov, Sie halten Ihr Versprechen also wirklich? Natürlich, natürlich. Ich werde Sie nach Hause bringen. Das ist nett, aber Sie haben doch schon genug für mich getan. Ach was, ich helfe Ihnen gern. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Und? Wo darf ich Sie hinbringen? Direkt nach Hause oder lieber zu Ihrer Mutter? Eine gute Frage. Fahren Sie doch erstmal los. Tja, jetzt links auf die Autobahn nach Bickenbach, oder? Also, Sie müssen mir schon sagen, wo ich hin soll. Wenn ich geradeaus fahre, kommen wir in den Wald. Fahren Sie doch bitte erstmal auf die Lichtung da vorne. Ich will Ihnen noch etwas zeigen. Etwas zeigen? Geht es Ihnen doch noch nicht gut, Claudia? Doch, doch. Lassen Sie sich bitte überraschen. Wir sind da. Was wollen Sie mir denn zeigen? Sie werden jetzt sterben! Was soll das? Nehmen Sie die Hände von meinem Hals! Claudia! Ich bin nicht Claudia. Ich bin Jerry Baker! Nein, Baker ist tot! Nein! Ich bin nicht tot. Ich bin in die Ruine gerannt. Mein Körper war übersät mit Blasen und sie alle platzten auf. Höllische Schmerzen durchzuckten meinen Körper. Und da sah ich sie. Claudia. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich warf mich einfach auf sie. Und unsere Körper gingen eine Symbiose ein. Ihr Körper sog mich völlig auf. Was Sie sehen, ist nur eine Hülle. In diesem wunderschönen Frauenkörper steckt Jerry Baker. Das Insekt. Sie hörten Dreamland Grusel 10, mit den Insekten kam das Grauen. Es sprachen Jerry Baker, David Nathan, Linda Caldwell, Kathleen Gavlich, Dr. Hugh Carroll, Wolfgang Rüther, Fliegenkopf Steve, Raimund Junker, Fliegenkopf Peter, Oliver Krull, Greg Willard, Helmut Winkelmann, Jossi Dean, Thomas Birker, Captain Stevie Truger, Erik Albrot, Jack, Marc-André Pippinger, Professor Kelly, Engelbert von Nordhausen, Marco, Markus Görner, Krankenschwester, Marion von Stengel, Randy Miles, Patrick Harzig, Polizist 1, Hennis Bender, Polizist 2, Daniel Antonovic, erster Kopf, Klaus-Dieter Klepsch, zweiter Kopf, Costa Meronia Narkes, dritter Kopf, Katja Brügger, Professor Zarkov, Christian Rode, Briefträger, Raphael Vogt, Polizeiarzt, Utz Richter, Fliegenkopf 1, Joschi Hayek, Fliegenkopf 2, Claudio Henk Vorlauf, Fliegenkopf 3, Matthias Brink, Fliegenkopf 4, Jörg Schuler, Hauptkommissar Keller, Thorsten Sense, Hauptkommissar Meier, Peter Lackenmacher, Steffen Einert, Fabian Soop, Annemarie Wobisch, Sunita Sodi, Gunnar Wobisch, Tom Steinbrecher, Jasmin, Katharina Genz, Marco, Friedrich Schönfelder, Silvia, Frauke Hemmelmann, Alex, Christopher Albrot, Claudia, Anja Ahnken, Polizist, Alex Streb, sowie als Insektenmenschen Olaf Böttcher und Matthias Brink. Regie und Produktion Thomas Birker. Dialogbuch
Markus Görner und Thomas Birker. Lektorat Alex Streb. Musik Tom Steinbrecher, Mario Cunio und Andreas Max. Titelmelodie komponiert von Carsten Bohn. Soundabmischung und Endmix Tom Steinbrecher. Cover und Layout Daniel Theilen. Type und Satz Thomas Rippert. Eine Dreamland-Produktion 2010. Dabei unten da, 27? Hört sie beim Spazieren Spaß? Kann ich sie an den Busen fassen? Aber ja, Spaß haben, was kann man da? Oder woanders anfassen? Okay, aber ich stirb langsam. Würdest du sowieso sagen, dass wir beide noch ein paar Mal sterben? Toll, das sind ja Aussichten. Da kommst du hierher und darfst dann ein paar Mal sterben, als ob einmal nicht reichen würde. Okay. Gegen 6 Uhr verließen wir das Restaurant. Wir machten uns danach, was heißt denn uns, steht doch gar nicht da. Verdammt, was ist das? Das ist ein Wolf. Er kommt genau auf uns zu. Wir müssen hier weg. Chris, hörst du, wir müssen hier weg. Komm, wir müssen runter zu den Häusern. Diese Bestie hat es auf uns angesehen. Okay, Herr Rode. Ja. Der Erzähler ist geworden. Durch Jacks Aktion mit dem Schlüsselbund war Hank kurz abgelenkt. Doch die Zeit reichte aus und Susan schlug ihm mit voller Wucht ihren Ellbogen ins Gesicht, woraufhin Hank ohnmächtig zu Boden ging. Was ging runter? Der Hank ging runter. Das soll er nicht. Ja, ich überlege gerade, wie ich das so... Gut. Jean-Pierre hier ist der Ansicht, Sie könnten uns nützlich sein, Mr. Greco. Aber ehrlich gesagt, von Ihrem ganzen Hokuspokus und Video... Voodoo, oh mein Gott. Dwayne, beruhige dich. Wir holen ihn da raus. Sie natürlich, ist ja eine Frau, Schnuppelchen. So verdammte Schwuchtel. Thomas, kannst du dir beim nächsten Mal ein Röckchen anziehen? Hätte ich Spaß dran. Also nochmal. Monotones Porren von Trommel. Nee, mein Lieber, damit kann man nur die Einfallspinsel von dieser Insel bedrucken. Bedrucken? Beeindrucken, mein Freund. Ihr beiden geht links ums Haus. Mann, du fickst mir eine Hasenscharte hier. Barry, ich bin fest davon überzeugt, dass er der Bokor ist. Wie ich gehört habe, ist der... Was soll denn das jetzt? Nein, ich war noch nicht auf Malamasma. Malamasma. Warum hörst du nicht auf, dich zu fürchten? Ach, verstehst du das denn nicht? Mann, du bist doch auch eine Knalltüte. Na ja, nu. Oh mein Gott, Yoshi, der kommt mit Folterinstrumenten, die Sau! Tja, wenn du immer die Leute provozierst, dann brauchst du dich ja nicht zu wundern. Schatz, das ist das schwarze Klebeband, was ich auch immer nehme zum Fesseln. Für dich am Bett, was immer so schlecht abgeht, weißt du? Ja! Ja! Moment, ich muss was trinken, sonst geht das überhaupt nicht mehr. Rien de va plus. Crap mit Grr, ja? Grr. Das war wundervoll daneben, ja. Da fragst du noch? Na klar. Gib mir die Taube. Hier. Lecker. ich möchte zur Tantia... Tantia. Tantia. Ach, warum habt ihr denn nicht auch auf mich gehört? Nein, ist auch scheiße. Warum habt ihr denn auch nicht auf mich gehört? Deutsche Sprache, faire Sprache. Was soll das Gerede, Tante Anni? Ja. Natürlich, Tante Anni. Ihr müsstet mich hier sehen, das ist ja unglaublich. Ach, sind euch noch nicht die Ohren geplatzt? Frau Lutherbeck explodiert. Nein. Nein, Mutter, ich will nicht. Ich weiß, was du vorhast. Und ich weiß auch, warum ich in der Säuglingsstation... Okay, nochmal. Sandra stemmte sich hoch und rannte davon.
Annie, Licia, Annie. Get your gun. Ich ist sie tot. Entschuldigung. 36 habe ich nichts. 36. Ich hab 36. Er ist 37, glaube ich. 37 bist du ganz unten. Tot dran. Ja. In unserem Element. Okay. Wir sind nicht da. Och Mann, das war's. Na. Ja. Weiter wusste ich jetzt ja auch nicht. Alle Jahre wieder kommt immer meiner. Die Kinder verzichten freiwillig auf die Geschenke. Wenn es sein muss, bringen Sie sie sogar um. Das kann man gar nicht sagen. Die sprechen über mich. Er war so ekelhaft, dieser Schweißgeruch und seine Alkoholfahne. Wieso? Sie haben diesen Miststück. Sie haben diesen. Kommt später. Hallo Mama. Oh. Heiser geschrien. Berger? Was? Nee, ja, nee. Gut, danke. Na. Jetzt habe ich hier Dreamland Cruiser tödliche Knochenhände. Julia. Ich bin hier. Ach ja. Ich bin so deutsch. Ich hab's mit Julia geübt. Ich hätte eine Also wenn Sie mich fragen, ich weiß, das tun Sie nicht. Ich würde einen Blitz aber... Ich müsste eigentlich wirklich nur so Rollen machen. Egal in welcher Hinsicht. Auch musikalisch. Ja, es macht doch Spaß, aber aufregend. Aufregende Geschichte, sage ich euch hier. Nein, ich schwöre es, jemand hat Klavier gespielt. Es war eine merkwürdige Melodie. Sie ging etwa so. Wie dem auch sei, ich fühle mich nicht wohl. Ich werde mich zurückziehen. Schreit gellend. Oh, den machen wir extra, ne? Oder? Erinnern Sie mich nicht daran. Ich bin froh, dass ich... Nochmal. Carlotta, Silvana, seht euch mal... 1, 2, 3. Haspel, Haspel. Carlotta, Silvana, seht euch mal... Irgendwie mag ich den Satz anscheinend nicht. Nein, Marco. Mach aus, ich muss erst lesen. Er kichert unheimlich und... Ich muss mir ja nur vorstellen, ich habe ein Date mit Kate Beckinsale. Okay. Oh, ach, sie ist die Böse? Oh, ist ja toll. Ich bin sicher, dass wir in allen dieses Ich hasse diesen Satz. Was habe ich da für einen Scheiß geschrieben hier? Sie geht zum Fenster, bleibt weg, weg. Springt sie raus? Oh, wow. Fertig. Fertig. Keine... Mein Verstand war noch völlig klar, als er meine Fesseln löste und diese Gelegenheit konnte ich nicht ungeschnutzt verreichen schnassen. Okay, das sind ein gutes Pärchen, ein Fliegenpärchen. Natürlich, Fliegen lieben Fruchtbrei. Allerdings ist... Allerdings? Nochmal. Ah, ist anstrengend. So, jetzt. Bisschen entspannen. Ah, ich trinke mal einen Schluck. Mein Arsch ist heiß. Wie hat das denn Jeff Goldblum gemacht? Der musste nichts sagen, der musste nur seine Schüssel ausschlürfen. Ja, okay. Ich wollte mich schon reinstürzen. Oh Scheiße, ey, habt ihr euch da auch eine Dusche? Ich muss nachher gleich unter die Dusche. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht so ganz, was das jetzt wirkt. Lasst uns doch endlich sterben! Aber das musste jetzt auch mal sein. Okay, nochmal. Okay, Dann hatte es unsere Weibchen und die Kinder getroffen. Und nur einen Tag später war auch der erste Mann erkrankt gewesen. Und weil wir in Deutschland waren, mussten wir
Girls sprechen die ganze Zeit. Und daran sind wir alle zugrunde gegangen. Zweifelst du daran? Herr Einert hat uns doch noch in... Oh Mann! Ja, ich hab auch schon wieder. Es müssen ja nur noch ein paar Minuten alle mal. Dann bist du wieder in unserer geliebten Villa. Dann bist du wieder in unserer geliebten Villa. Ich... Das ist ja unfassbar. Nochmal. Gunnar, sieh nur, an der Wand! Oh Gott, das ist Herr Einert! Bibi Blocksberg für Erwachsene. Du bist doch kein Omnibus. Ich bin aber eine Hummel. Ach so. Ich bin nur eine Nisse. Weißt du, woher ich das so gut kann? Hast du schon mal in der Sauna eine nackte Frau gesehen? Mann, das ist ja ekelhaft. Jetzt, wo du mir das gesagt hast, nein, da spreche ich nicht mehr mit. Das ist mir zu brutal, ne? Hast bei der Motocross-Veranstaltung wohl ein wenig zu tief in das Glas gesehen, nee, über den Durst getrunken. Gerade wollte ich die Strecke zerreißen und mich auf Sarkoff stürzen. Bitte! Gunnar! Ja, aua. Ich probiere das mal aus. Bestimmt kann ich mich jetzt auch mit Fliegen unterhalten zu Hause. Der ist ja etwas skurril, der Onkel, nicht? Ja. Bisschen skurril, nicht? Der hat, ja. Dann muss ich sofort an Fritz Kortner denken. Guten Tag. Bin ich dort richtig bei Herrn Karl Mankow? Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ah, jetzt kommt die Schlussapotheke hier. So, und jetzt noch mal im Gut. Genau. Jetzt noch mal im Gut. Extra für dich, Thomas, sprechen wir es noch mal gut ein. Genau. Ah, scheiße. Nein, na, du. Du erkennst dein Manuskript noch wieder, Thomas, ne? Du erkennst es noch wieder, ne? Ja, klar. Ein bisschen vereinfacht und... Danke dir, das ist ein großes Kompliment. Das... Oh. Nicht hinfallen dabei. Das, ja, das Mikro darf stehen bleiben. Thomas, sie ist hingefallen. Hat das Gefliege jetzt hier auch ein Ende? Fertig. 10 Folgen Dreamland Grusel aus dem Hause Dreamland Production. Wo Gruseln Spaß macht. www.ts-dreamland.de Dreamland. Das sind Hörspiele Back to the Roots. Und ich war dabei. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.